siebten Meisterschaftslauf rund um Admont kehrt der österreichische Rallye-Zirkus nicht nur in die Steiermark zurück. Durch den Wegfall der von T-Mobile gesponserten Unterstützung im letzten Jahr versuchen sich die Veranstalter in diesem Jahr auf eine kostengünstige Rallye zu legen. Die ohnehin schon kompakte Rallye wird diesmal nur an einem Tag gefahren, was gerade kleineren privaten Teams den Start ermöglichen soll. Trotzdem bleibt die Veranstaltung fast so, wie sie ist. Lediglich 2 Wertungskilometer fehlen im Vergleich zur letztjährigen Zweitagesveranstaltung. Unter den knapp 80 Teams, die genannt haben, sticht eine Person besonders raus. Der amtierende Staatsmeister Raimund Baumschlager kommt nur einen Steinwurf weit aus dem oberösterreichischen Rosenau, wird von den Fans an den Strecken jedoch als Lokalmatador gefeiert. Durch die Startabsage von Achim Mörtel will nun der Dritte im Felde angreifen. Christian Hideck vom Dark Dog Racing Team übernimmt Beppo Harachs Rolle aus dem Vorjahr und versucht Baumschlager hier einzuheizen. Ähnlich heiß geht es in der Gruppe N zu. Die vielen Terminüberschneidungen zwischen deutschen und österreichischen Rallyes machten es Hermann Gassner bislang schwer, seinen Machtanspruch in der Gruppe N zu verdeutlichen. So musste er in Admont Punkte einsammeln, um seinen starken Gegner Ernst Haneda vom Thron schmeißen zu können. Aber auch Christian Lippitsch, Toto Wolff und Martin Zellhofer im Mitsubishi oder der auf Subaru gestartete Franz Wittmann Junior könnten sich als ernstzunehmende Gegner etablieren. In der Dieselklasse führt Michael Böhm vor Hannes Danzinger. Sein Ziel in Admont ist es, so viele Punkte wie möglich zu machen, um den Titel noch für sich entscheiden zu können. Als besonderes Ereignis zeichnete sich der Start von Michael Brandner ab. Der mehrfache Staatsmeister kletterte nach 5-jähriger Pause wieder in ein Rallye-Auto und bereitete gerade den Fans viel Freude. Wechselnde Streckenbedingungen und anspruchsvollstes Terrain machten die diesjährige Ausgabe zu einer echten Herausforderung für Mensch und Material. Erleben Sie mit frechfilm.com die ABÖ Rallye Steiermark 2005. Viel Spaß damit, wünscht Ihnen Ihr Christian Schaffner. Wir beginnen mit der ersten Etappe und den Prüfungen Trinkelwang, Kaisau Süd und Weng und mit dem Mann, auf den Sie alle gewartet haben, Raimund Baumschlager und Thomas Zeltner. Nach der Startabsage von Achim Mörtel kann nur einer ihm das Wasser reichen, Hermann Gassner aus Deutschland, allerdings mit einem Gruppe N Mitsubishi unterwegs. Mit der Startnummer 4 machen sich die Nächsten auf die Jagd auf Baumschlager, Christian Hideck und Christian Schabo im Mitsubishi Lancer Evo 6.
den dritten Platz in der Meisterschaft. Den will sich aber Andreas Waldherr schnappen. Die Straßen liegen meinem Auto gut und ich kann hier auch gewinnen, sagte er noch im Vorfeld. Martin Zellhofer hingegen will hier alles klar machen in der Steiermark und sich den dritten Platz in der Gruppe N-Wertung sichern. Der Sieger der Herbstrallye Leiben kam ebenfalls hochmotiviert an den Start. Marius Seipel im Evo 8. In der Dieselklasse wird Michael Böhm gejagt, und zwar von einem Mann, Hannes Danzinger, mit seinem Beifahrer Klaus Krall im VW Golf TDI. Geländer, links 3 minus kurz, Cut, 60, Geländer wird 30, Tafel links so plus, Cut, 70, rechts so plus, spät, in links, rechts, 3, Cut, Wechsel, 100 Ü, rechts 3 minus, Welle, in links 3 plus, in rechts 3 minus, Cut, in links 3 minus, in rechts 3 minus, Cut, Split macht auf, 60, links rechts 4 voll, Cut, in links rechts 4, 80, rechts 4, bremst, 70, Tafel, rechts so plus, Split, in links 2 minus, in rechts 3 plus, kurz, in links 3 plus, kurz, sofort rechts 3 plus, Cut, kurz, 80, Slip, Rechtskehre, eng, einhundert, Tafel, Wechsel, links vor bloß lang, macht zu, in rechts 2, in links 2 bloß lang, in rechts 2 bloß Schnitt, 70, rechts 3 wird 30, rechts 3 minus lang, links 3 plus Split. Ernst Haneder, der Führende in der Gruppe N, hat sich vorgenommen, in der Steiermark Hermann Gassner endgültig den Titel abzunehmen. Doch schon nach der ersten Etappe musste er passen und seinen Lancer Evo 8 stehen lassen. Schnell vorbei war es auch für den jungen Skoda-Pilot Hermann Berger. Er musste schon nach der ersten Prüfung zurückstellen. Aber es geht weiter mit dem deutschen Gaststarter Martin Möckel im Seat Ibiza Kit Car. Toto Wolff ist wieder mal auf Siegestour unterwegs und diesmal sollte es ihm auch gelingen. Nach der ersten Etappe führte er ganz knapp vor Hermann Gassner die Gruppe N-Wertung an. In der Gruppe N wurde allgemein ein schnelles Tempo gefahren, bei dem sich sogar Lokalmatador Gerwald Grössing schwer tat. Und auch dessen bester Freund Franz Wittmann Junior, der hier in letzter Sekunde noch mit einem Subaru gestartet ist. Mit 2 Fünften und einer viertschnellsten Zeit in der ersten Etappe gab auch Walter Kova seine Kriegserklärung in der Gruppe N ab. Genauso wie Christian Lippitsch und Jürgen Klinger im Mitsubishi Evo 6. Auf der ersten Prüfung Trägelwagen fuhren sie gleich mal die Bestzeit des Tages in der Gruppe N, in der auch der Comebacker Michi Brandner am Start war.
ersten Etappe führt also Raimund Baumschlager vor Andreas Walter im VW Golf Kika. Dritten Platz belegt Christian Niedek vor Walter Kova und den fünften Platz Hermann Gassner im Gruppe N Mitsubishi Delta. Wir befragten Christian Lippitsch, wie es für ihn bisher gelaufen ist. Christian, wie läuft es denn bisher für euch bei der Steiermark Rallye? Ja gut, wir sind da im Prinzip hier, um Punkte zu sammeln. Das heißt also, wir haben ein paar wichtige Fixpunkte mit dem Auto hier noch vor uns und deswegen fahren wir an und für sich auf Durchkommen und auf Pomal, aber es schaut ganz gut aus. Wir liegen momentan am dritten Platz, es ist ganz, ganz eng beieinander. Bis auf ein paar wenige Sekunden sind die Gruppe N Autos beieinander und es wird sicherlich eine heiße Rallye. Auf der ersten Prüfung in Drägelwang, da habt ihr die schnellste Gruppe N-Zeit gefahren. Letztes auch hoffen für den Tagesverlauf? Na gut, die Drägelwang, das ist, ich meine, die Auftaktprüfungen sind immer besonders interessant. Ich bin eher der Typ, der sich motiviert und der von Anfang an angreift. Dafür kann ich sehr schlecht zulegen. Also ich fahre immer so mein Tempo und die Drägelwang ist eine Prüfung, wo man sicherlich die Fahrbahneigenschaften gut einschätzen muss. Es ist sehr, sehr schmierig, rutschig. Und ja, wenn man da einen richtigen Strich und die Ruhe eigentlich hat in der Früh, dann klappt es mit den Zeiten meistens. War voriges Jahr schon mit dem Kitka so und jetzt mit dem Gruppe N-Auto freut es mich umso mehr, dass wir noch dazu die schnellste Zeit gefahren sind. Und vor den Prüfungen, wo es nicht steil bergauf oder steil bergab geht, schaut es auch immer besser aus mit unseren Zeiten, wenn der Motorleistung oder das Auto nicht so wichtig ist. Was findest du denn heute am Tag die schwierigste Prüfung von der Steiermark Rallye? Ja, für mich von der Umstellungsphase her ist die Kaiserau die schwierigste Prüfung, weil da ist der Unterschied zum Kitka am gravierendsten. Das Auto fährt einfach viel, viel schwammiger, viel, viel weicher und das ist das größte Problem für mich bei der Abfahrtrallye. Danke. Aber soweit ist es noch nicht. Zunächst fahren wir nochmal die gleichen Prüfungen in der Etappe 2. Drägelwang, Kaiserau Süd und Weng, der zweite Durchgang. Mundel Baumschlager. Er liegt immer noch in Führung, auch wenn es Leute gibt, die ihn ins Visier genommen haben, wie zum Beispiel Christian Niedek. Und Andi Walter, der Christian Hideck übrigens ebenfalls im Visier hat. Und auch Hermann Gassner und Karin Tannhäuser im Mitsubishi Evo 7. Nach dem Ausfall von Ernst Haneder möchten gerade sie hier wieder was reißen. Nach ihnen kam Martin Zellhofer, der nach der zweiten Etappe nur den 10. Platz belegte. Gleich hinter Hermann Gassner stattdessen kommt Walter Kober auf den 5. Platz. Und im Baumschlager Racing Mitsubishi der Jungster Mario Seipel mit Timo Gottschalk. So langsam in Fahrt kommt auch Michi Brandner und lässt mit seinen Drifts die Fans wieder an alte Zeiten erinnern. Auf Platz 8 folgt der Führende in der Dieselwertung Hannes Danzinger und Klaus Krall. Sofort rechts, links 3, 80, Bremsen, Split, rechts ab 2, 100,
aus, rechts 2 plus, Cut, in links 4, 70, links 4. Weiter zurückgefallen schon der deutsche Martin Möckel mit seinem Seat Ibiza. Aber auch Lokalmatador Gerwald Grössing. Toto Wolff hat inzwischen mit seiner ersten Bestzeit die Führung übernommen und ist jetzt der Gejagte in der Gruppe N. Auch Franz Wittmann Junior in seinem Subaru Impreza schießt sich gut ein. Christian Lippitsch und Jürgen Klinger sind nach wie vor auf Punktejagd und das gelingt ihnen ganz gut. Michael Brandner und Mario Seipel werden immer stärker.